Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play 13. Wir sind immer noch auf dem Weg zum U-Boot. Erst heimlich, jetzt ganz radaumäßig. Okay, bevor wir wieder irgendwie runterfallen, diesmal die sichere Variante. Ach du Scheiße. Lalala. Wir haben nur noch zwei Wachen. Okay, das ist doof, der hat einen Helm auf. Na, wo ist der letzte? Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mich hier irgendwie erfolgreich hätte reinschleichen können. Leine los! Wie komme ich jetzt an Bord? Ich dachte, hier ist noch ein Steg oder sowas. Bereit zum Ablegen. Ups. So, finden Sie die Funkstation und kontaktieren Sie Jones, verstecken Sie sich in der Kajüte des Unteroffiziers, fahren Sie nicht auf. Vorbereiten zum Tauchen. Okay. Ich wusste nicht, dass es gleich so läuft.
Vorbereiten zum Tauchen. Riesen U-Boot hier, ey. Ventile des Haupttanks öffnen. Zu Befehl. Melde mich zur Stelle, Kapitän. Ich möchte in den nächsten 15 Minuten nicht gestört werden. Zu Befehl, Herr Kapitän. Fluten. Okay. Nein, die Tür ist zu. Die Buke. Der Schott. Willst du mich verarschen? Ah. Okay. Sind wir ziemlich genau da? Ah ne, das war glaube ich ein anderes. So, da brauchen wir nicht hingehen, das ist der andere Typ. Scheiße. Tauchen. Wie soll ich denn das machen? Ich werde mal kurz speichern. Na, lässt du mich mal wo auf die zweite Seite? Danke. Das Blöde ist, der sieht uns doch jetzt, wenn wir da weiter hingehen, oder? Der dreht sich ja auch nicht. Der sieht uns nicht. Wir sind echt weit vorangekommen bisher. Jetzt ist für mich gerade die Frage. Ja, der kommt wieder hier rum. Warum sieht der uns nicht? Ja, zumindest bleibt er da scheinbar länger stehen. Ja.
La 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 la. Hier spricht Nummer 7. Ich wiederhole, hier spricht Nummer 7. Hier Nummer 1. Kommen. Ich habe das Auslaufen der USS Patriot vorgezogen, um die Ladung zu schützen. Bei den Spads hat es schwere Verluste gegeben. Nummer 11 weit nicht mehr unter uns. Ändern Sie Ihren Kurs und gehen Sie im Hafen von Maryland an KAFDM-10 vor Anker. Aber führen Sie Ihre Mission weiter aus. Erfüllen Sie Ihre Mission. Hier spricht Nummer 17. Erfüllen Sie Ihre Mission. Ich trete in wenigen Sekunden mit Nummer 1 in Verbindung. Finden Sie heraus, wer meinen Ruf beantwortet. Und wir wissen, wer Nummer 1 wirklich ist. Nummer 1. Nummer 1. Hier ist Nummer 17. Empfangen Sie mich. Hier ist Nummer 1. Was ist los? Ich habe die letzten Pläne an Nummer 11 übertragen. Warte auf neue Instruktionen. Sie sollten mich doch vor dem Signal nicht kontaktieren. Nummer 17? Hallo Nummer 17, ich kann Sie nicht hören. Nummer 1, ich war so dicht dran. Ich muss mich an sein Gesicht erinnern. Was? USS Patriot, geben Sie Ihren Zielort an. Kommen. Ziel Maryland. KAFDM-10, kommen. Nachricht erhalten. Ende. Das war doch Jones. Okay. Außendecks unter Wasser. Bug und Achtern unter Wasser. Einen Winkel von 12 Grad. Zu Befehl. Komm, dreh wieder um. Mir ist nicht ganz klar, wie ich den jetzt ausschalten soll. Und nu? Ich soll mich doch hier verstecken, oder nicht? Finde ich irgendwo meine Ziele? Verstecken sich denn gerade die Tüte des Unteroffiziers?
Ah. Dann verstecken wir ihn lieber um die Ecke. Ein netter Ort, um sich zu verstecken. Auf 60 Fuß tauchen. Alle Luken prüfen. Steve Rowland, ich verhafte Sie wegen Mordes an William Sherry. Sie wurden entdeckt, flüchten Sie über die Torpedorohre, finden Sie Torpedoschlüssel. Ja, dann kann ich am wenigsten jetzt Krawall machen. Wer ist da? Auf einmal. Was hat mich denn gerade da erwischt? Kann ich den Alarm nicht irgendwie ausmachen? Auf Seerohrtiefe gehen. Na gut, Folgenpause, Spitze, bedanke mich. Bis dann.